Willkommen zurück zu Mario Party 3. Wir befinden uns hier gerade bei, wie heißt die Map nochmal? Woody Woods. Ich wollte schon Wispy Woods sagen, aber der kommt ja von Kirby. So, erstmal guter Start in den Part. 10 Münzen für die Bank. Achso, ich wollte ja die. Ach, ich habe vergessen, die Zauberlampe zu verwenden. Egal, keiner hat eine Truhe. Insofern ist es sicher und wir haben noch ein bisschen Geld plus gemacht. Wir hätten die 10 Münzen ja auch nie bekommen, wenn wir das Ding jetzt eingesetzt hätten. Also geben wir uns damit mal zufrieden. Ja, so weit kann es eigentlich keiner wirklich das Wasser erreichen. Noch geiler wäre es natürlich, wenn der Stern in der Nähe des Buhus wäre. Dann könnte ich mich zum Stern teleportieren und gleich noch den Buhu mitnehmen. Ist allerdings leider nicht so. Daher nehmen wir das so mit, anstatt darauf zu warten, zu hoffen, besser gesagt, dass da irgendwas passiert. Wir werden es so machen. So, der CPU macht mir alles nach. Zwei CPUs machen nicht immer das Richtige. Da sollten wir es hier relativ einfach haben. Müssen immer auf den Toad gehen. Wann kommt der Toad? Da, nach dem Goomba, okay. Aber wir machen mehr Punkte als die. Ja, die kommen nicht an uns ran. Ah, Junge. Wir haben einfach 18 Punkte. Und die mit 3. Kann ich mich nicht beschweren, auch bei dem Game. Letzten Part lief es schon mega gut. Hier geht es auch gleich so weiter. Wirklich irgendwie Maximalpunktzahl in den Spielen. Bruder. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser als 18 geht, aber das kann natürlich auch anders sein, weiß ich jetzt nicht. Mich würde es interessieren, wie gut der Beste darin war. Ja, aber wir landen eigentlich nur ein bisschen weiter hinten. Egal, wir verwenden es. Judas. Ansonsten kommt noch jemand anderes auf die Idee, wie Luigi mit dem Pilz kurz dahin zu haschen und sich das Ding zu holen. Das ist ja ziemlich scheiße, daher nutzen wir es am besten gleich jetzt. Zauberlampe hätten wir auch früher haben können, fällt mir gerade ein. Im letzten Part haben wir nämlich das Ballon-Abknallen-Minigame leider verkackt. Aber nicht so tragisch. Hat jetzt zwar einen Stern damit gekostet, aber ich glaube, die zweite Zauberlampe hätten wir vermutlich nie wenig bekommen. Ne? Wäre das nicht so gewesen? Ich glaube, die hätten wir nie bekommen, weil wir dadurch, dass wir. Was? Komm jetzt hoch! Jetzt muss ich es nur dahinter schauen. Nein, der hat einen Pilz! Er setzt den normalen ein, bitte. Wäre das jetzt geil, wenn der gering würfeln würde. Oh, der hat nicht mal 20 Münzen. Ist der blöd. Der bekommt ja auch nichts irgendwie auf dem Weg mit, ne? Er verliert ja was durch die Bank. Oh, ist der blöd, ey. Der will mir einen Stern wegschnappen, hat aber zu wenig Geld. Wie blöd kann man sein? Der will asozial sein und ist einfach zu blöd dafür. Oh, wie schön. Macht er jetzt den Yoshi? Geht er da auch die ganze Zeit im Kreis? Oh. Ja, Mario bekommt Ereignis. Ja, der bekommt ganz sicher Ereignis. Sollte so sein. Wir können aber natürlich auch versuchen, uns den noch zu schnappen, indem wir auch da in die Richtung gehen. Das war Yoshis Plan. Der hat auch gewartet, dass der Stern da spawnt. Deswegen ist er die ganze Zeit im Kreis. Okay. Yoshi, ich habe nichts gesagt. Ich muss wieder spammen und es geht bei dem Minispiel ich gar nicht, dass man gegen die CPUs gewinnt. Werde es natürlich trotzdem versuchen, aber keine Chance, dass ich das schaffe. Könnte ich theoretisch sofort aufhören, aber den mache ich nicht.
Ja, nee, ich bin jetzt schon hinten dran, Alter. Ich kann mit den CPUs hier nicht mithalten. Es sei denn, die machen Fehler, aber dann müssten schon alle drei Fehler machen. Das Ding ist, ich werde langsamer dadurch, dass die schneller spammen. Weil der Fisch auf der Geschwindigkeit des schnellsten ist, ja. Bei dem Minispiel, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die CPUs sind einfach schneller. Hat Yoshi sicher den Sieg geholt, was soll's. In dem Minigame sehe ich halt auch einfach nicht die Möglichkeit, irgendwas machen zu können. Ich habe es natürlich trotzdem versucht, aber nee, keine Chance. Wird natürlich dann auch im Free-Gelber nicht anders aussehen mit diesem einen CPU, der uns dann komplett abfacken wird. So, letzte 5 Runden. Es ist Zeit für Baby Bowsers letzte 5 Runden Special Ereignis. Sehen wir uns erst einmal die Ergebnisse an. Mario ist Erster, Luigi ist Zweiter, Yoshi ist Dritter, Mario ist Letzter. Welcher von den Verlierern wird wohl noch siegen? Wen kümmert's? Bestimmen wir nur den Verlierer. Und unser Medium ist kein anderer als... Ich Bowser. Bestaunt mein Tanz. Ich sag voraus, dass Wario heute verlieren wird. Wahrscheinlich. Unser prophezeiter Verlierer Wario muss Bowser 10 Münzen. Achso, das sagt er. Scheiße. Unser prophezeiter Verlierer Wario muss Bowser 10 Münzen zahlen. Ist klar, dass ich wieder aufs Maul bekomme, aber. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus mit dem Brett, daher. Sehe ich das eigentlich schon als abgeschlossen an. Wir liegen in den letzten Zügen, die letzten 5 Runden stehen an. Und jetzt dann verdoppeln sich die Werte der roten Felder und blauen Felder auf jeweils 6 Münzen. Und landen zwei Verlierer auf demselben Feld, beginnt ein Duell. Das hilft euch Versagern zwar sowieso nicht viel, aber strengt euch trotzdem an. Und los geht's, lasst die letzten 5 Runden beginnen. Ja, gut, ne? Ah, die Dinger wieder umgedreht. Und ich sollte hoffentlich an den Stern kommen können. Das sollte reichen. Sehr schön. Damit holen wir uns den zweiten Stern. Ich werde jetzt nochmal auf Ereignis grinden, aber ich bezweifle, dass wir da Mario noch das Wasser reichen können. Den könnte man auch noch mitnehmen. Naja, ich würde sagen, Pilz hole ich mir sowieso. 69. Maschallah. Ach. So haben die CPUs so viele Item-Minigames, ey. Kein Bock mehr, sie jedes Mal anzuschauen. Ich kann sie ausschalten, aber. Das ist auch ein bisschen weird so im Video, wenn man so sieht, ja, der hat eine Zauberlampe da bekommen. Es ist ein CPU, natürlich kann der mehr oder weniger weiß er, was er auswählt. Und der ist ein Bastard, weil er die Geisterglocke nimmt. Natürlich weiß er mehr oder weniger, was er will und das bekommt er dann auch, denke ich. Ist dann natürlich beschissen, aber ich finde es besser, wenn man das sieht, wie er es erhält. Ist irgendwie noch ein Spannungseffekt. So, was wählt er? Nicht einfach nur. Oh, der hat das bekommen. Scheiße. Weiß auch nicht. Nein, du klaust mir nicht meine 69. Okay, die 69 habe ich eh schon verloren. Wie viel setzt du ein? 27. Zeit für ein Duell. Ich dachte schon, Bowser weit, wo Bowser hätte mich gekillt. Das ist das einzige Minigame, was ich nicht kann. Links schwingen allerdings schon, daher. Bist jetzt schon am Arsch, Yoshi. Dem Minigame gewinne ich immer gegen die CPUs. Natürlich geht es jetzt um was, daher bin ich ein bisschen geduldiger mal. Jetzt. Ich werde mal nicht schnell machen, einfach ganz gechillt. Das geht auch, das geht, das geht. Das geht im Rückwärtsgang. Ja, das Minigame kann man ganz gechillt angehen. Da passiert nicht viel.
Ich bin mit den Münzen wieder ganz weit. Da kann Luigi auch seine Geisterglocke sonst wohin stecken. Der kann mir nicht genug klauen. Oh, Buschbongo, mega geiles Game. Muss ich nur wissen, wo meine Z-Taste ist. Kann ich das ganz kurz testen? Ach Leute, ich teste es ganz kurz für mich, damit es jetzt nicht Zeit vom Video irgendwie auf sich nimmt. Bis gleich. So, ich hatte jetzt die falsche Taste gedrückt, also gehe ich davon aus, dass es die andere ist. Ist jetzt ein bisschen riskant, aber scheiß drauf. Was gibt's zu verlieren? Ich bin wieder auf derselben Position wie in der Übung, wow. Gerade eben stand auch Absatz, was steht diesmal da? Es ist auch geil, sich die Wörter zu merken, aber es geht hier nicht. B-Sass. B-Sass. Oder wait, welche Taste hatte ich gerade? B-Sass B. Egal, ich drück einfach beide Tasten gleichzeitig. B-Sassba. B. Sas. Bab. B. Sas. Bab. B. Sas. Baba. B. Sas. Baba. Ich hoffe, die ersten fliegen schon raus. Müssten eigentlich. Ja. B. Sas. Baba. Besas Baba. Bestes Commentary, einfach nur die ganze Zeit Besas Baba. Oh! Okay, wenn ich das gewinne. Ich glaube, wenn ich das schaffe, habe ich es gewonnen. Besas Baba. Besas Bab. Was ist das? Das schafft er niemals. Geil. Ich weiß immer noch nicht, welche Taste Z ist, aber ich drücke einfach beide und alles ist gut. Let's go, Alter. 2 Sterne und 106 Münzen. Wer will mich aufhalten? Ja, es wird schwierig, hier noch auf Ereignis zu landen. Vielleicht kommen wir aber noch an anderen Sternen dran. Luigi hat wieder Probleme. Bruder, was willst du? Kannst mich nicht überholen. Ja, Bruder, spam mich. Ja, trotzdem 20 Münzen, wow. Was soll ich machen, ne? Aber scheißegal, der wird mich nicht überholen. Der kommt höchstens noch an Stern dran, aber selbst dann geht immer noch kein Stern an ihn, weil Minispielstern ist für mich ganz klar. Ereignis momentan Mario. Aber Münzen meine. Komme ich 2 Bonussterne, bin auch hier. Das kann er niemals überholen. Und damit sollte ich in dem Level eigentlich auch einen S-Rang haben. Ich hoffe es zumindest mal. Schön wäre es nach dem das letzte Mal nicht so geil aussah. Ich glaube, ich habe einen B-Rang tatsächlich. Der Rest war. Naja. Ach, in dem Game teste ich mal, was meine Taste ist. Ach, ich habe B, wow. Okay, ich muss nur B drücken. Damit wär das Problem weiterhin ungelöst. Ja, schon wieder ich, Alter. Ich kann da jetzt gar nicht drauf klar. Okay.
Ja, wir haben's gleich. Bruder, ich dachte gerade, er hätte gewonnen. Was war das? Bruder, wie knapp ist das? Naja, mit CPUs lässt nicht so viel machen. Die haben, glaube ich, immer ein kleines bisschen länger gebraucht als ich, außer als ich doppelt machen musste, weil ich das nicht sofort gesehen habe. Aber ist gut gelaufen, würde ich sagen. Ach. Eventuell kann ich noch woanders irgendwo Ereignis mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, wir landen auf einem Itemfeld und da können wir uns noch was Gutes mitnehmen. Vielleicht bekommen wir jetzt mal das neue. Nein. Baseball. Das Minigame, was ich wohl am wenigsten kann von allem. Allerdings sind gute Items dabei. Mit dem Goldpilz kann ich auch viel anfangen. Also Goldpilz oder Wunderlampe wäre jetzt irgendwie geil. Tow-Telefon könnte man auch mitnehmen. Ich glaube, ich versuche das Telefon. Komm mal, wahrscheinlich irgendeine Scheiße. Ich muss später drücken, wenn ich Toad will. Bruder! Ich hab's einfach geschafft. Einfach im richtigen Moment gedrückt, ey. Eigentlich bin ich ziemlich scheiße in Baseball, aber diesmal lief's gut. Noch ein Duell. Aber diesmal unter zwei CPUs. Um 8 Münzen. Ach. Cool. Bowser, Weitwurf. Zum Glück kam das nicht jetzt nicht dabei. So Bowser, Weitwurf. Ich will mal sehen, wie die anderen das machen, aber gegen die CPUs gewinnen die das ganz sicher nicht. Was ein Glück, dass der Story-Modus nicht so aufgebaut ist wie 1 und 2. An Bowser, Weitwurf wäre ich nie vorbeigekommen. Ja, ich glaube, Luigi gewinnt. Luigi sieht ein bisschen höher aus. Tür ist hier auch wichtig. Yoshi hat das Ding geholt. Ja, Junge, in 66 Meter kann ich nicht mal eben so ein Ding werfen. Junge, die CPUs sind ja auch anders overpowered in dem Game. Will man einen menschlichen Spieler sehen, der das Ding schafft? Das ist ja fast schon Ding der Unmöglichkeit, ey. Hey Mario. So, ich habe eigentlich noch genug Rundenzeit. Wait, kann man sich eine Geisterglocke in Läden kaufen? Ja, ne? Ich hab's glaube gerade gesehen. Oder stand da Geisterabwehr? Stand da Geisterglocke oder Geisterabwehr? Noch ein Minispiel. Und wieder nicht das neue Minispiel. Ich glaube, das werden wir nicht sehen. Das letzte Eide-Minispiel. Kommen 30 Eide-Minispiele, aber nicht einmal das. Yoshi bekommt irgendwie immer Heilschaukel, ne? Weil der nimmt immer das Vorderste. Oder diesmal? Nö. Er geht auf den Pilz. Das zweite Item zu bekommen ist gar nicht so einfach, aber wieso sollte er auf den Pilz gehen, wenn nebendran eine Zauberlampe ist? Der hat über 20 Münzen und hat sogar schon Pilz, also war das doppelt dumm. Dann nennen wir den nicht dumm, der sitzt mit uns im Team. Und es geht wieder ums Arzt-Bam. Let's go, Alter, aber in dem Minispiel können die CPUs irgendwie nicht gut Arzt-Bam. In dem anderen da, Fischfutter, können die das aus irgendeinem Grund? Weiß ich auch nicht, wie die das programmiert haben. Wir versuchen einfach die obere Hälfte zu nehmen. Ich hoffe, Yoshi geht auf das andere. Ich mache einfach meine Linie für uns, damit Yoshi weiß, was er machen muss. Er wird nämlich nicht auf meins gehen, wenn da so viel Abstand ist. So, jetzt nochmal. Das ist ein Minispiel, das kann Sky sicher. Okay, ich habe meine Seite nicht ganz bekommen, aber wir sind trotzdem weiter. Naja. Das soll's, ich habe das Ding schon mal ganz aufgegessen, das war schon geil.
weil ich das früher nie geschafft hatte und dann plötzlich gab es dieses eine Minigame, wo es funktioniert hat. Das war damals schon geil, einfach mal das ganze Ding fertig zu haben. Ist allerdings gar nicht so einfach und diesmal hat es auch knapp nicht funktioniert. Nur letzte zwei Runden, ganz schnell das Ding verwenden. Die anderen können es mir nicht irgendwie mitklauen da. Das heißt mitklauen. Wen sollen wir anrufen? Toad oder? Ist ja was, ich rufe Baby Bowser an. Ich will schauen, was er hat. Vielleicht hat er die Geisterglocke und Toad die Geisterabwehr oder so. Baby Bowser hat ja so ein bisschen die, ich sag mal, bösen Items. Bowser-Handy, Bowser-Anzug. Soll ich just for fun auf die Itemtasche gehen? Ich könnte da vieles haben. Scheiß drauf machen, weil wir haben das Geld. Das ist ein bisschen Glück mit dabei. Also. Das machen wir. Das machen wir. Gehen zum Glücksgau, um unsere Münzen zu vervielfachen. Scheiß drauf, Alter, wir tun es einfach. Wenn wir schon diesen seltenen Item haben, dann nutzen wir es. Was soll's. Was habe ich zu verlieren? Die anderen bekommen mir nicht das Geld, falls ich verlieren sollte. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich nicht sogar andere hinschicken kann. Luigi bekommt jetzt einen Stern. Es sei denn, er kauft sich was, was ziemlich dumm wäre. Nein. Schade. Wieso geht er überhaupt auf den Laden? Naja. Wäre so geil gewesen, wenn da eine Zauberlampe gewesen wäre und er sich die dann geholt hätte, anstatt direkt zum Stern zu laufen. Aber so blöd ist er dann leider doch nicht. So, nimmt halt den Stern mit, was soll's. Und trotzdem vorne. Ja, aber da oben kommt keiner mehr hin. Ja, aber mit einer 7 kommst du auch nicht weit. Yoshi noch, dann wäre auch die vorletzte Runde zu Ende. Also hier kann nicht mehr viel passieren. Wenn jetzt hier gleich irgendein Chance Time kommt, dann scheiße ich mich mies ein, aber wie hoch ist die Chance, dass jetzt Chance Time kommt? Ich weiß, dass es auf Yoshis Weg liegt, aber nee, der geht zu weit, okay. Nochmal Glück gehabt. Er hat aber auch nochmal ein bisschen Glück. Und überholt Mario damit. Er weckt Hauptsache Sky ist letzte. Man kennt es ja nicht anders. Oh, geiles Game, das wäre mein Zweitlieblingsgame neben Toads. Erstes Game Powerpilz oder so. Wie auch immer. Also B-Spam und auf Gegner rollen lassen. Ich bin nicht gut in dem Game, aber mir macht es Spaß. Ist ja irgendwo auch das Wichtigste. Bruder Luigi, wieso verarschst du mich? Knapp, ey. Ciao, Luigi. So, Luigi wird damit schon raus. Ja, komm, mach deinen Schneeball. Ich hab verfehlt, ey, wie schlecht bin ich. Ja, ciao Mario. Ah. Kann mich nicht beschweren. Ich bin einmal gut ausgewichen da mit Mario. Dann auch noch alle drei Kills gemacht, ey. So, dann haben wir jetzt wohl die Chance, unser Geld zu vervielfachen oder alles zu verlieren. Ist mir scheißegal jetzt, wir machen es einfach. Da wir das Item haben. So, also let's go.
Ein Gegner? Ach so, wen ich hinschicken soll. Ja, mich selbst kommen. Das machen wir. Dass man auch andere hinschicken kann, könnte ziemlich geil sein. Ja. Jetzt boah, teils wieder ein Glücksgeil-Minispiel. Zunächst nehme ich dir alle Münzen ab. Okay, ab in Glücksgeist Spielzimmer. Festhalten. Fliegt er einfach mit uns davon? So, es handelt sich um das Multiplikator-Game. Was bei mir immer absolut scheiße läuft, aber ist scheißegal. Ich gehe wieder nach der Sprungtechnik, die in 70% der Fälle funktioniert. So, Toad ist jetzt rechts. Jetzt links. Komm. Das muss es sein. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass er rechts ist. Okay, Gefühl ist scheiße. Wir haben unser Geld verdoppelt. Mehr brauche ich nicht. Scheiße mache ich. Mit mal 2 bin ich zufrieden. Sind wir fast auf 200 Münzen. Absolut krank, ey, was wir uns hier mitnehmen. 196, die 200 kann ich auch noch bekommen, indem ich das Minispiel gewinne. Ja, war schon geil, dass es bei der Itemtasche dabei ist. Da bekommt man wohl auch oft solche Items daher. Wir landen auf Ereignis. Nee, nächste Runde ist dann wieder auf rechts, okay. Wait, das ist die letzte Runde. Ja, okay, es gibt keine nächste Runde. Ach, Luigi nimmt sich auch nochmal einmal Ereignis mit, ey. Aber nicht allzu schlimm. Der bewegt sich gerade in Richtung Stern. Und wenn er jetzt nochmal auf Ereignis landet, habe ich ein Problem. Ja, okay. Auch kein versteckter Block, Luigi, wäre damit schon mal außer vom Minispiel heraus irgendwas noch bewirken zu können. Ja, verpiss dich von diesem Goomba-Feld, Junge. So. Wenn Yoshi jetzt irgendwas Schlechtes würfelt, landet der auf Rot und ist noch hinter Mario. Obwohl Mario ja wahrscheinlich mit mir Ereignis bekommen wird. Ja, ich denke, Mario hat mit mir den Ereignisstern. Damit wäre aber auch alles sicher, weil die anderen beiden Bonussterne gehen an mich. Ich glaube, ich kann zu 100% sagen, dass ich nichts gewonnen habe. Toads Power Pills heißt es. Schirmherrschaft noch zum Ende. Ja, da werde ich wohl 4 Münzen auftreiben können. Haben wir die 200 einfach voll in einem Party-Game. So. Ja, okay, jetzt läuft es gar nicht gut. Ja gut, bin ich schon wieder auf 17. Alles, was ich scheiße gemacht habe, ist jetzt wieder gut. 25. 26 Münzen in dem Game mitgenommen. Let's go. Ich finde es auch geil bei diesem Minispiel, wie sich einfach alle freuen. Auf einmal hört man so den Siegesschrei von allen, aber alle hatten noch über 10 Münzen, daher ist auch passend. Wir haben mit 222 Münzen das Brett abgeschlossen. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch an, an wen die Bonussterne verteilt werden. Ich glaube, Minispiel und Münzen werden an mich gehen, auf jeden Fall. Ereignis, glaube ich und Mario. Das habt ihr gut gemacht, nur zu den Ergebnissen. So, 2-2. Die Bonussterne werden folgendermaßen verteilt. So, jetzt setzt der Minispielstern.
Ja, Münzen ist auch safe, auch Mia Minispiel. Sehr schön. Nun der Münzstern. Wieder Mario. Deine Stern geht an. Mario und Mario. Da habe ich sogar richtig gesagt. Wir kamen, glaube ich, beide zweimal drauf. Damit hätte ich das Brett gewonnen. Mit einem 3-Sterne-Vorsprung. Alle drei Bonussterne gingen an mich. Wenn auch der Ereignisstern an mich und Mario. Aber das ändert nichts an dem Ergebnis. So, Luigi, auch du weg. Der Sieger heißt Mario. Sehr geil. Auch das Brett hätten wir damit abgeschlossen. Ich glaube, ein normales. Nee. Zwei Bretter warten uns noch und auch zwei Duellspielbretter. Scheiß mal auf die Statistiken. Wieder S-Rang. Zumindest in den Gefechtsspielbrettern haben wir überall S. Hey, wir haben zweimal B bei den anderen. Oh, Scheiße. Ja, darüber will ich nicht reden. So. Aber alles Weitere gibt's dann nächsten Part. Bis dahin und ciao.